Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist. Mehr erfahren Sie immer unter clubderklarenworte.de. In diesen Zeiten wird eines immer deutlicher, die Freiheit des einzelnen Individuums fadet aus. Wir erleben ein Anschwellen der Macht der öffentlichen Meinung, die aus der Macht der veröffentlichten Meinung erstarkt. Eine zur Schau gestellte vermeintliche moralische Überlegenheit bedroht die Individualität des Einzelnen. Besonders tat sich in der vergangenen Woche hier ein bayerischer Politiker hervor, der mutmaßlich in einer Machttrunkenheit und dem sich anschließenden Rausch vergessen hat. Vergessen, dass er nur von einem kleinen Teil der bayerischen Bevölkerung auf Zeit legitimiert ist. Von 9,5 Millionen Wahlberechtigten bei der letzten Wahl 2018 in Bayern haben sich rund 6 Millionen gegen die CSU und Markus Söder entschieden. Die 37,2% der abgegebenen Stimmen erhielten sie damals. Markus Söder hat also in der letzten Woche auf seiner Facebook-Seite dennoch folgenden apodiktischen Satz veröffentlicht. Impfen ist der Weg zur Freiheit. Für mich klingt dieser Satz wie ein Echo aus dem Gestern. Mir geht es hierbei nicht um den Vorgang des Einbringens eines Stoffes unter die Haut, der Freiheit verspricht. Mir geht es um den zweiten Teil. Ist der Weg zur Freiheit? Es gibt nichts, worauf sich ein auf Zeit gewählter Volksvertreter berufen könnte, der einen geringen Teil der Stimmen bekam, was ihm das Recht gebe, auszurufen, unter welchen Bedingungen Bürger einen Weg in die Freiheit bekämen. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Sie wissen, was ich hier zitiere. Mit Abstand und Abgewogenheit betrachtet ist festzuhalten. Wir sehen und hören Handlungen und Sätze und sind offenbar ertaubt und erblindet durch Vorurteile und Ressentiments, hier wie dort. Der Corona-Komplex wirkt in diesem Zusammenhang offenbar wie ein Katalysator. Vorurteile entstehen immer dort, wo die Anschauung fehlt. Je mehr wir Anschauung erweitern und zulassen, ja vertiefen, umso weniger wird es möglich, sich zu befeinden. Ressentiments haben in unserer Zeit das abgelöst, was einstmals kritische Auseinandersetzung mit dem Betrachtungsgegenstand war. Was uns in Schieflage bringt, ist die fehlende Auseinandersetzung mit sachlicher Kritik. Mir scheint, wir sind angekommen in der Bundesressentiment-Republik Deutschland. Twitter-Gülle, Hassmails, Facebook-Posts, Shitstorms sind Legion und Ausdrucksform jener Ressentiments. Die Verfasser von hasserfüllten Posts und Zeilen, egal ob aus der Politik oder dem Volk, beanspruchen immer die Überlegenheit ihres eigenen moralischen Standpunktes. Das Gegenüber möchte man in diesen asozialen Medien immer deklassieren, um sich selbst zu überhöhen. Die Vorsitzende einer ehemals großen Volkspartei, die Demonstranten öffentlich als Covidioten 2020 bezeichnete, sei hier nun mal ein allen bekanntes Beispiel. Festgehalten sei hier auch, dass wir in den letzten Monaten ein Ausweiten dieser Ressentiment-Geisteshaltung bedauerlicherweise auf ganze Mediengattungen feststellen müssen. Als vor 71 Jahren die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, die ARD, sich konstituierte, war die Idee, durch sie die Bevölkerung so umfassend und vielfältig zu informieren, dass sich jeder selbst seine Meinung zum Beispiel zu politischen Fragen bilden kann. Es war die Idee von Anstalten der Volksbildung. Heute sind neben einigen Leuchtturmmomenten in diesen Anstalten eben diese zu Ressentiment-Brutstätten mutiert, die sich gleicher Ideen wie Boulevardmedien bedienen. Gedanken zum Sturm des Ressentiments auf die bürgerlichen Ideen, Werte und Normen formulierte schon vor 7 Jahren Roger Willemsen zu einer Zeit, da war der Lochfraß der gesellschaftlichen Spaltung noch nicht so weit vorangeschritten wie in unserer Zeit. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Wenn Sie möchten, dass mehr Menschen auf diesen Kanal und auch dieses Video aufmerksam
werden, dann kommentieren Sie bitte dieses Video ganz kurz. Sie wissen, so wird das Video mehr Menschen angezeigt. Und wenn Sie ein Abo hinterlassen, bleiben wir in Kontakt und Sie verpassen nicht das nächste Video. Für heute vielen Dank für Ihr Hiersein. Eins noch. Den Urknall kennen Sie alle. Es hat ja mal Bums gemacht und plötzlich war das Universum da. Am letzten Wochenende habe ich es gelesen, es wird auch den Endknall geben. Wissenschaftler haben ihn errechnet. Da macht es wieder Bums und alles ist weg. Ist nicht so einfach zu erklären, wie, wo und warum, lässt sich wohl aus der Relativitätstheorie ableiten. Tatsache ist, in 110 Milliarden Jahren ist das hier alles weg. Das Reihenhäuschen Lauterbach, dieser Wendler der Virologie, endlich auf Facebook und entpubertierende Faktenfüchse ebenso wie unentdeckte Völker im Amazonas. Genauso die intellektuell general verriegelten Volksvertreter in Berlin. Einfach alles. Das hat auch was Beruhigendes, wie ich finde. Das ist wie eine monströse Festplattenformatierung. Dann haben wir im Universum die Chance, nochmal von vorne anzufangen und einiges besser zu machen. Endknall, Bums, alles weg. Ist doch irgendwie tröstlich, oder? Bis zum nächsten Mal.